Ich bin Manfred Wichmann, Sammlungsleiter bei der Stiftung Berliner Mauer. Wir haben zwei Häuser, die Gedenkstätte in der Bernauer Straße und Erinnerungsstätte Marienfelde. Und ich bin gerade dabei, die Sammlungsbestände aus beiden Häusern zusammenzuführen in einer neuen Datenbank. Und gleichzeitig wollen wir einen Teil der Bestände, die besonders interessant sind, auch öffentlich zugänglich machen. Und wir bereiten das vor in die DDB. Und wir wollen aber auch mit einem Bildbestand zur Berliner Mauer an Coding Da Vinci teilnehmen. Unser Bestand hat eine Größenordnung von etwa 15.000 historischen Fotografien, wobei natürlich auch vieles dabei ist, wo es sehr ähnliche oder sehr gleiche Motive gibt. Aber gerade für den Bereich des sogenannten Außenrings, also zwischen Berlin und dem Umland Brandenburg, gibt es gar nicht so viele Fotos, wie man denkt. Und das ist zum Beispiel ein Bereich, den wir gezielt mit diesem Projekt auch freigeben wollen, damit man auch mal sieht, wie hat die Mauer eigentlich in Spandau ausgesehen oder in Zehlendorf und nicht immer nur Brandenburger Tor, Checkpoint Charlie etc. Für einen ausgewählten Bildbestand, wo wir die Urheberrechte geklärt haben, wo wir die Verwertungsrechte auch haben, dort versuchen wir oder wollen wir gezielt einen Bildbestand mit freien Lizenzen, also unter einer CC-Lizenz anzubieten, damit diese Bilder, die auch eine entsprechend gute Datierung und Beschreibung haben und eine Verschlagwortung haben, zum Beispiel dann auch für Unterrichtszwecke genutzt werden können, für eine Weiternutzung, weil wir dort sagen können, die Informationen, die relevant sind für diese Mauerbilder, die kommen an der Stelle von uns, aber wenn jemand sie nutzen könnte, dann weiß er, hat er eine gesicherte Beschreibung, er hat eine gute Verschlagwortung, er hat eine gesicherte Datierung. Wir möchten, dass nicht nur die Bilder genutzt werden, sondern auch gleich sozusagen ein Wissenszuwachs damit verbunden ist und diese Bilder eben auch korrekt eingeordnet werden können. Und deswegen geben wir diese Informationen in den Beschreibungen als Metadaten immer gleich mit dazu.